Heute stelle ich euch diese schöne Dashcam vor, die man am Auto anbringen kann, um verschiedene Situationen im Straßenverkehr aufzuzeichnen. Und ja, das ist jetzt die Verpackung und ausgepackt sieht das Gerät dann so aus. Es ist jetzt ja, schön kompakt, also eigentlich ja, schon klein, also kleiner als andere Geräte, die ich schon in der Hand hatte. Und genau, macht dabei erstmal so einen edlen Eindruck, wie ich finde. Also von der Verarbeitung ist es auf jeden Fall schon mal sehr gut. Wir haben hier verschiedene Anschlüsse, einmal hier USB-Anschluss zum ja, Datenübertragen oder aus dem Aufladen. Dann haben wir hier eine HDMI-Schnittstelle, das heißt, man kann das auch dann am Fernseher anschließen oder am Monitor und dann das Bild übertragen. Hier ist das Mikro zur Tonaufnahme. Hier ist dann der AV-Ausgang und hier ist dann der Speicherkartenleser. Jetzt habe ich schon mal eine Speicherkarte reingelegt, aber standardmäßig ist leider keine mitgeliefert, keine Speicherkarte. Da muss man selber nochmal eine dazu kaufen und die dann ja, damit betreiben. Hier oben ist dann die Halterung, der Anschluss für die Halterung. Und genau, das hatte ich ja gerade schon gesagt. Hier vorne sind dann auch die Infrarot-LEDs für die Nachtsicht. Und ja, hier haben wir das Display. Und darunter sind dann die Buttons zur Navigierung. Also ja, alles, was man braucht an der Seite. Und dann hier nochmal die Buttons zum Einschalten und der Menü-Button. Ja, und mit diesen Buttons kann man dann das Gerät vollständig bedienen. Noch mitgeliefert ja, wird natürlich dann die Halterung, die benötigt wird, um das Gerät an der Frontscheibe zu platzieren. Das heißt, es wird dann hier einfach so ja, draufgesetzt. Einfach so draufgeschoben und dann genau, kann man die dann so ja, im Auto platzieren. Also man sollte es auf jeden Fall in der Nähe des Rückspiegels auf jeden Fall am besten platzieren. Man kann dann noch alles justieren, den Neigungswinkel und auch die Kamera drehen, wenn man das möchte. Das ist ja alles möglich und dann kann man hier einfach, wie man das von so einem Saugnapf einfach kennt, an die Scheibe dran drücken und dann so wieder fixieren. Und genau, das hält auch ziemlich gut an der Frontscheibe. Man sollte vorher auf jeden Fall die Scheibe dann auch schön säubern vorher. Dann haben wir hier nochmal ein ja, Speicherkartenlesegerät oder ein, ja, ein Stick dafür. Hier kommt die Speicherkarte rein. Dann hier das Aufladekabel mit dem Zigarettenanzünderanschluss. Und hier ist das normales Mini-USB-Kabel. Und dann werden noch ja, verschiedene Anleitungen mitgeliefert. Hier einmal die deutsche und dann nochmal das gleiche in verschiedenen Sprachen, Englisch und noch drei anderen Sprachen. Wobei für mich jetzt eigentlich auch nur die deutsche wichtig ist. Und da kann man auch kurz einen Blick reinwerfen, da wird alles auch gut erklärt, dass man, wie man das Gerät am besten platziert. Also hier wird es nochmal genau beschrieben, auch wie man das Kabel am besten verlegt, damit es nicht stört beim Fahren und so weiter. Und ja, die Funktionen werden erklärt, auch mit einigen Bildern teilweise und genau, alles nochmal gut aufgeschlüsselt. Alles, was man auf jeden Fall braucht, ist mit enthalten. Und das ist ja schon der gesamte Lieferumfang. Ja, wir können uns einmal auch angucken, wie das Gerät dann ja, einsatzbereit wird. Also das heißt, wenn jetzt so an der Scheibe dran ist, dann kann man hier mit dem Button mal draufdrücken. Dann dauert es einen kleinen Moment und dann ja, ist das Gerät hochgefahren. Und ja, das Bild wird direkt angezeigt und hier sieht man auch, dass die Aufnahme direkt auch startet, wenn das Gerät mal eingeschaltet wird. Das ist dann einfach, ja, wenn man gerade fährt, dann muss man nicht nochmal irgendwie Play drücken oder sowas. Da ist dann schon direkt ein Schritt weniger. Und ja, man sieht jetzt hier vom Betrachtungswinkel, ist es jetzt nicht so sonderlich stabil. Wenn man von oben drauf guckt, ist es ein bisschen verwaschen und ein bisschen schwarz. Aber ja, das Wichtige ist ja hinterher, dass die Aufnahmen scharf sind. Das ist hier auf jeden Fall der Fall. Wir lösen mit 1080p auf jetzt und ja, auch von der Framerate ist es auf jeden Fall ausreichend. Also schön flüssig das Bild. Und ja, der Weitwinkel 170 Grad sieht man hier auch ganz gut. Das ist dieses typische Fischauge und ja, da kann man wirklich auch viel von dem Straßenverkehr, von dem ja, Bereich, den man einsehen möchte, ja, mitbekommen. Und genau, dann kann ich hier einmal auf OK zum Beispiel drücken und dann wird die Aufnahme gestoppt. Und ja, wenn ich hier auf diesen Pfeil drücke, dann kann ich durch die Option switchen. Jetzt bin ich hier in den Fotomodus, das sieht man da oben. Geht nochmal weiter, dann kann ich auch die Videos nochmal angucken, die ich vorher schon gemacht habe oder auch die Bilder. Und dann komme ich nochmal weiter, dann bin ich wieder im Videomodus. Und genau, wenn ich dann hier auch die Falttasten bewege, ohne im Menü zu sein, dann zoomt er heran. Das sieht man jetzt nicht ganz so gut, aber das macht dann in kleineren Schritten auf jeden Fall. Kann man noch ein bisschen ranzoomen. Und dann bei der Menütaste kann man ins Menü gehen und nochmal verschiedene Einstellungen vornehmen, aber für die Videoeinstellungen, einmal für die anderen Einstellungen, also für das System quasi selber.
Und genau, da gibt es dann ja alles, was man so eigentlich braucht zum Einstellen. Es gibt verschiedene Sensoren, die dann auch das Gerät ja, einschalten, wenn zum Beispiel ein Unfall oder sonstiges ja, registriert wird. Das ist ein Ultraschallsensor, der das dann auch regelt. Und genau, so hat das Gerät auf jeden Fall ziemlich viele sinnvolle Funktionen. Und ja, das war es auch schon so zur Vorstellung. Und insgesamt kann ich schon mal sagen, dass das Gerät einen sehr soliden Eindruck macht, dass die Verarbeitung ja sehr hochwertig ist, also auch von dem Preis her auf jeden Fall angemessen. Die Videos sehen sehr hochwertig aus, auch auf der, wenn man es nachher auf dem Rechner anguckt oder auf dem Laptop. Da sehen dann die Bilder auch wirklich richtig gut aus und man erkennt alles sehr gut. Das ist auch das Wichtige dann dabei, dass man auch alles gut erkennen sollte. Und genau, der Akku hält auch relativ lang. Ich habe jetzt nicht genau gemessen, wie lange es hält, aber man sollte damit auf jeden Fall schon über 2, 3 Tage kommen, wenn man jetzt schon immer wieder im Einsatz hat. Und ja, zur Not hat man natürlich auch das Ladekabel dabei. Das muss man jedoch nicht dauerhaft angeschlossen haben. Das ist das Gute dabei. Und genau, ansonsten von den Funktionen her ja, gibt es viel zu bieten und die funktionieren auch alle soweit gut. Und ja, die Navigierung in dem Menü ist sehr, finde ich, benutzerfreundlich. Also da gibt es nicht viel, was man falsch machen kann. Und das Einrechnen ist natürlich auch ziemlich einfach. Und muss man nur einfach an der Frontscheibe platzieren und dann das Kabel verlegen. Und dann ist es schon fertig und direkt einsatzbereit. Und man muss natürlich noch die SD-Karte einlegen, weil ohne die SD-Karte wird auch gar nicht aufgenommen. Ist ja auch irgendwie auch logisch. Und genau, ansonsten kann ich jetzt eigentlich nicht sagen, wo ich was zu meckern hätte. Von daher bin ich auch mit dem Preis auf jeden Fall zufrieden, finde ich auf jeden Fall angemessen. Und so kann ich das Gerät auf jeden Fall weiterempfehlen.